Hallo Internets. Wow, ich habe wieder eine sehr delikate Beobachtung für euch. Sie stammt aus dem Cockpit einer kleinen alten Propellermaschine mit dem Handy von einem argentinischen Veteran über den Wolken aufgenommen. Wir sehen insgesamt zwei Objekte gefährlich nahe nacheinander vor der Maschine herfliegen und kurz darauf Informationen aus der anderen Richtung nochmal dasselbe Kunststück vollziehen. Wenn wir die Aufnahme verlangsamt betrachten, sind ganz klar zwei unterschiedlich große Zylinder- oder scheibenförmige Objekte auszumachen. In dieser Höhe könnten es keine Vögel sein. Zudem müssten Vögel erstmal das Tempo der Propellermaschine erreichen und dann noch querschießen. Ich denke, wir sind uns einig, dass es sich nicht um Vögel handeln kann. Jason Gleaves hat diese Aufnahme in seinem neuesten Buch UFO Photos genauestens analysiert. Es zählt zu seinen persönlichen Favoriten. Ich platziere einen Link zu seinem Kanal UFOnly und zu seinem Originalvideo in der Beschreibung. Er würde sich über euren Besuch freuen. Das Einzige, was mir selbst vorkommt, ist die Reaktion des Piloten bzw. das Fehlen einer solchen. Wenn ich so etwas sehe, würde ich doch versuchen, das Objekt so lange wie möglich mit der Kamera zu verfolgen. Stattdessen stiert er stur geradeaus aus dem Fenster, als wären gerade nicht zufällig zwei fliegende Untertassen vorbeigeflogen. Die Aufnahme ist doch zu schön, um wahr zu sein, oder was meint ihr? Eure Meinung in die Comments. Genau wie die Aufnahme von den Niagara-Fällen, welche die Runde macht. Das Video gibt es als kostenloses Stock-Video, allerdings ohne UFO. Es hat sich einfach jemand die Mühe gemacht und nachträglich einen Fast-Runner hinzugefügt. Ich wurde schon zu oft reingelegt, um solche Aufnahmen nicht genauer unter die Lupe zu nehmen. Das erste Gefühl ist oft das Richtige und das sagte mir, dass etwas faul sein muss. Das folgende Footage stammt aus Los Angeles. Es wurde während des Disclosure Fest 2017 aufgezeichnet und war nicht das einzige Objekt, welches während dieses Happenings auftauchte. Der Link zu Cheryls UFO-Channel findet sich in der Beschreibung. Sie hat noch mehr interessante Videos, die sie gerne mit euch teilen würde. In UFO-Kreisen nennt man diese Art von Objekt EBANI, Entidad Biological Anomalous No Identificada. Das ist Spanisch für biologische, nicht identifizierte anomalische Erscheinung oder einfach Himmelsschlange. Die Aufnahme ist so klar und scharf, wie sie nur sein kann. Das Bild ist bereits stark gezoomt. In der stabilisierten Version kann man die Bewegung der Schlange sehr gut ausmachen. Der Kopf der Schlange scheint sich langsam hin und her zu bewegen. Ich habe zwar gerade erst erfahren, dass dieses Objekt EBANI heißt, glaube aber, dass das Objekt aus Arizona, welches ich vor kurzem hier gezeigt habe, ein segmentiertes EBANI ist. EBANIs sind häufig in Segmente unterteilt, wie das in Arizona. Diese Dinger werden oft dabei ertappt, wie sie eine Lichtkugel gebären oder in ihrer Nähe eine solche auftaucht. Sie werden zum Teil sogar vom All durch Astronauten gesehen. Diese Erscheinung scheint häufiger auf der ganzen Welt beobachtet zu werden und taucht oft erst auf den zweiten Blick auf irgendwelchen Aufnahmen auf. Umso mysteriöser, dass niemand zu wissen scheint, um was es sich handelt. Vielen Dank an Cheryl für diese wunderschöne Aufnahme mit professioneller Technik aus einer professionellen Umgebung. Die UFO-Gemeinde braucht mehr Menschen wie Cheryl. Restepke. Schaut euch das Originalvideo an, der Link ist in der Beschreibung. Leute, stellt mir endlich mal Fragen für ein Frage-Antwort-Video oder wollt ihr echt nichts von mir wissen? Ihr könnt mich alles fragen. Echt jetzt? Irgendwas muss euch doch in den Kopf schießen, wenn ihr diese charmante Stimme hört. Du sollst jeden Tag eine gute Tat vollbringen, also slamme jetzt den Like-Button, denn das Universum bist du. Also fang bei dir an. Double Peace Peace.